Peace, Freunde der gepflegten Investition. Heute natürlich wieder mit einem neuen Krypto-Video. Ihr seht, ich komme frisch von der Rennstrecke. Nee, auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr hattet ein gutes Wochenende. Hattet gute Zeit mit euren Freunden, Familien. Habt nicht zu sehr auf die Kurse geschaut. Ich habe nochmal ein Portfolio gemacht, gerade jetzt für den Juni. Und ja, ich würde sagen, wir fangen jetzt auch relativ schnell an. Für alle, die neu am Start sind, lasst sehr, sehr gerne ein Abo da. Unbedingt auch einen Daumen nach oben und hilft euch einfach in den Kommentaren. Würde mich auf jeden Fall freuen. Es sind auf jeden Fall wieder Coins dabei, die ich jetzt so noch nicht genannt habe. Viele haben einfach gesagt, ey, was würdest du jetzt aktuell mit 1000 Euro machen? Ich werde euch mal was zusammenstellen. Wie gesagt, wir befinden uns gerade in der Korrektur. Aber das heißt jetzt auch nicht in diesem Video, nur weil ich jetzt hier das Portfolio vorstelle, dass man da jetzt direkt das genauso nachbauen sollte. Ne? Wie gesagt, ich sage es nochmal, ich bin hier kein Finanzexperte oder sonst irgendwas. Das ist immer alles ohne Gewähr. Und ja, aber ihr wisst Bescheid. So, ich will da einfach nochmal drauf hinweisen, weil viele sich dann, glaube ich, doch von den Emotionen leiten lassen. Ich gebe da einfach nur so ein paar Denkanstöße. Deswegen prüft das bitte davor ganz genau. Wir fangen auf jeden Fall an. Mit den 1000 Euro hätte ich, wenn ich die jetzt investieren müsste, 400 Euro in Ethereum gesteckt, also ETH, Ether. Werden die meisten kennen. Ihr wisst, bin ich ein großer Fan einfach von. Ist einfach nicht mehr wegzudenken. Ihr seht, was da aktuell los ist, auch an Traffic etc. Das ist einfach im Vergleich jetzt zu BTC einfach ein Witz. Auch gerade, was wir jetzt die letzten 4 Wochen zum Beispiel gesehen haben an Traffic auf Ethereum, das ist schon extrem und ist in meinen Augen einfach nicht mehr wegzudenken. Aktuell sind wir bei knapp 2500 Dollar. Ich habe es schon mal gesagt, in Zukunft sehe ich den auf jeden Fall fünfstellig, beziehungsweise auf jeden Fall über 10.000. Wenn wir jetzt von 5 Jahren oder vielleicht sogar 10 Jahren sprechen, dann sind wir wahrscheinlich auch im hohen fünfstelligen Bereich. Da müssen wir auf jeden Fall abwarten, uns das mal anschauen. Wie gesagt, das ist nur meine Meinung. Das heißt jetzt nicht, dass das 100% so eintrifft oder dass ihr das alle genauso feiern müsst. Wie gesagt, ich denke mal, 1, 2 Projekte werden dabei sein, die vielleicht den einen oder anderen interessieren. Die Projekte, wo ich nicht ansprechen, wie gesagt, gar kein Thema. Es gibt genug Alternativen. Schaut euch auch gerne mal die Krypto-Playlist an, da findet ihr viel Output. Und ja, da könnt ihr ja gerne mal durchklicken. Auf jeden Fall, der erste Coin, den ich jetzt mit 400 Euro machen würde, wäre Ethereum. Wir machen weiter mit dem Coin, den ich jetzt so auf dem Kanal selten erwähnt habe, ich glaube einmal bisher. Und zwar ist das Matic Network bzw. Polygon, wurde umbenannt. Hier auf CoinCap bin ich gerade, coincap.io, also ist auch eine Analyseseite, könnt ihr gerne mal abchecken. Da seht ihr auch, wenn ihr jetzt auf die Coins geht und hier runter scrollt, nochmal die ganzen Börsen, wo die gelistet sind. Binance ist, denke ich, so das bekannteste. Ihr könnt auch gerne mal in die Infobeschreibung schauen, da findet ihr auch nochmal ein paar Börsen. Auf jeden Fall, das ist Matic Network, da gibt es auch nochmal ein bisschen was zu sagen. War jetzt hier am Peak auf 2,55 Dollar in den letzten 4 Wochen, ist jetzt ein bisschen korrigiert auf 1,90, aber man muss schon sagen, alle, die jetzt auch die Charts die letzten Wochen angeschaut haben, also Matic ist schon, ja, die haben schon krass performt. Also selbst bei extremen Korrekturen sind die, oder war das einer der wenigen Coins, der da echt stabil geblieben ist. Und ja, ich habe mir das Projekt einfach nochmal genauer angeschaut, finde das sehr spannend. Ich werde euch jetzt hier aber auch nochmal ein paar Sätze dazu sagen, zu Polygon. Früher als Matic Network bekannt, im Februar 2021 umbenannt, ist Polygon ein Second-Layer-Netzwerk, das entwickelt wurde, um Ethereum zusätzliche Skalierbarkeit zu verleihen und die Interoperabilität zwischen weiteren Blockchains zu verbessern. Dabei ist Polygon nicht nur auf ein Netzwerk begrenzt. Unter Beibehaltung des Matic-Token-Symbols wird Polygon als Ethereum-Netzwerk bzw. Ethereum-Internet der Blockchains beschrieben, das eine einfach zu bedienende Plattform für Ethereum-Skalierung und Infrastrukturentwicklung darstellt. Polygon ist bestrebt, einige der größten Nachteile von Ethereum mit einer neuen Sidechain-Lösung zu umgehen. Dabei geht es hauptsächlich um Transaktionen auf der Ethereum-Blockchain. Diese sind nicht nur in der Anzahl pro Sekunde begrenzt, sondern sind zudem oft langsam und teuer. Das Kernelement der Plattform ist die Polygon SDK, ein flexibles, modulares Framework, das dazu beiträgt, zahlreiche Arten von Anwendungen zu erstellen. Mit dem Einsatz von Plasma-Sidechains hat Polygon Matic Network eine Umgebung geschaffen, die es ermöglicht, dezentrale Anwendungen, also DApps, günstiger, einfacher und schneller auf den Markt zu bringen. Die Attraktivität der Polygon-Lösung wurde durch hohe Transaktionsgebühren auf Ethereum und eine erhöhte Nachfrage bei der Entwicklung von DApps unterstützt. Polygon hat ein Second-Layer-Netzwerk für die Entwicklung von Ethereum-kompatiblen und interoperablen Blockchain-Netzwerken geschaffen.
Sein modulares Framework ermöglicht es Programmierern, souveräne Blockchains mit konfigurierbaren Funktionen zu erstellen. Die Plattform verfügt über skalierbare Konsensalgorithmen, modulare Security-as-Service-Funktionen und eine maßgeschneiderte WASM-Ausführungsumgebung. Das bedeutet, dass Polygon in der Lage ist, unternehmenstaugliche Blockchain-Netzwerke zu erstellen und kosteneffiziente und nahezu sofortige Transaktionen zu ermöglichen. Das auf jeden Fall nochmal ein paar Sätze zum Matic Network. Geht aber am besten dort auch mal auf die Seite. Ihr seht hier oben auch immer Website. Sind hier aktuell bei einer Market Cap von knapp 10 Milliarden. Schaut es euch auf jeden Fall mal an. Ist meiner Meinung nach sehr spannend. Dort würde ich jetzt die nächsten 200 investieren. Das heißt, wir hätten jetzt 400 in Ethereum, 200 in Matic Network bzw. Polygon. Und ich würde sagen, wir machen weiter mit XRP. Ist auch extrem gedroppt. Gerade jetzt, als es nochmal so angestiegen ist, da war, glaube ich, kurzzeitig sogar mal auf über einem Dollar 90, sowas. Wir können ja nochmal, machen wir mal die letzten drei Monate auf. Ja doch, 1,90 sogar genau, ja. Ja, ist auf jeden Fall meiner Meinung nach die Zukunft, weil es einfach einen realen Anwendungsfall hat. Ich habe es schon ein paar Mal gesagt, XRP bzw. Ripple kooperiert mit einigen arabischen Ländern, sind jetzt mit Ägypten im Gespräch, sind mit sehr, sehr vielen anderen großen arabischen Ländern gerade im Gespräch, auch Dubai etc. Könnt ihr ja selbst mal schauen. Einige Verhandlungen werden da, denke ich, auch zustande dann kommen. Es wird natürlich immer viel gemacht, viele Angebote eingeholt, das Ganze vorgestellt. Und dann ja, kann man sich natürlich entscheiden, nutzen wir das, implementieren wir das oder ist das aktuell nichts für uns? Und wie gesagt, ich sehe das mit der SEC aktuell einfach auch erstmal ja, zweitrangig. So meiner Meinung nach ist das ja einfach ein Projekt mit einem extremen Alleinstellungsmerkmal. So in der Form, wie jetzt XRP das macht, gibt es das alternativ einfach nicht. Ich weiß, es gibt noch so Sachen wie Stellar etc. Aber jetzt genau dasselbe gibt es in meinen Augen nicht, vor allem nicht mit der Qualität, mit der Effizienz und mit der Kostengünstigkeit, wenn es das Wort so gibt. Auf jeden Fall XRP, meiner Meinung nach, ein Projekt, das man nicht unterschätzen sollte. Viele haben auch gesagt, aber was ist, wenn jetzt der Bärenmarkt kommt? Meinst du, dann ist das nicht nochmal viel, viel günstiger alles? Das kann euch keiner sagen, wer weiß, meiner Meinung nach sehen wir nochmal einen Bullrun, da wird nochmal alles deutlich anziehen, es ist natürlich auch nicht verkehrt, wenn ihr sagt, ich bin mir da unsicher, ich weiß nicht, wie tief das nochmal fallen wird, ich glaube, ich warte nochmal bis zum Bärenmarkt, so, dann warte bis zum Bärenmarkt, mach das dann, so, das ist auf jeden Fall eine Option. Mir ist halt einfach nur das Ding, ich weiß nicht, wie schnell das entschieden wird, deswegen, ich wollte da einfach schnell sein. Ich habe damit auch kein Problem, das jahrelang zu halten. Wenn ihr aber irgendwie auf das schnelle Geld aus seid, so, dann lasst die Finger erstmal davon, beobachte das erstmal, ne? Also das ist ganz, ganz klar. Das muss jeder für sich entscheiden, jeder hat da eine andere Taktik. Auch wenn ich einiges wieder in Theta wechseln werde, gegen September, vielleicht auch ein bisschen früher, ich werde euch aber da auch drüber informieren, dann habe ich schon natürlich einiges gehalten, das über ein Jahr liegt. So, das ist bei mir dann eh steuerfrei, dann ist es nicht ganz so wild. Wobei ab einer gewissen Größe, ich sag mal, wenn du eh 20, 30 oder sogar 50k in die Hand nimmst, so nach dem Ansturm jetzt von Januar bis jetzt, so dann kannst du es trotzdem in Theta wechseln, auch wenn du unter dem Jahr bist, weil die Renditen einfach extrem hoch waren. Das muss man aber, wie gesagt, einfach für sich nochmal ausrechnen, ob das Sinn macht oder ob ich dann drauflege. Wenn man drauflegt, würde ich es einfach aussitzen. Das nochmal als kleine Info. Auf jeden Fall, wir hatten 400 Ethereum, 200 Matic und 200 XRP, macht in Summe 800, heißt wir haben noch einen frei und wer könnte das sein? Natürlich Travala.com, ich habe letztens auch hier einen Post gemacht auf Twitter, könnt ihr sehr, sehr gerne abchecken, und zwar ist das der hier, Binance hat das auch gepostet, und zwar, es gibt ja jetzt den neuen Binance Marketplace. Dort werden jetzt auch, ja, also haben sie im Endeffekt nach einem Partner gesucht für Hotels, Flüge, für die ganze, ich sage jetzt mal für die Sparte und haben dann relativ schnell Travala als Partner bekannt gegeben. Hier seht ihr auch nochmal den Post, könnt ihr gerne mal drüber schauen. Und ja, ich meine, das ist für mich einfach nochmal die Bestätigung, ey, wir haben seit Januar ein sehr low, also ein Low-Cap-Projekt angepriesen, sage ich jetzt mal, oder vorgestellt, wo viele am Anfang auch noch ein bisschen skeptisch waren. Nur hier kriegen wir einfach auch nochmal die Bestätigung, dass das Unternehmen einfach, ja, mit großen Konzernen mittlerweile zusammenarbeitet, dass da wirklich was passiert und dass Travala bzw. Ava einfach, ja, in der
echten Welt angekommen ist, sagen wir einfach mal. Ne? Ich meine, selbst Binance hat jetzt Interesse daran, mit denen zusammenzuarbeiten. Wir sehen es, aktuell ist er echt wieder gut gedippt. Aktuell kostet einer 2,80 $. Wir haben eine Market Cap von 140, knapp 140 Millionen. Und ich habe es schon mal gesagt, rein rechnerisch, wir sind jetzt aktuell auf Rang 196 auf CoinCap. Rein rechnerisch sind da mittlere dreistellige Beträge drin, rein vom Wert her, wenn wir uns das mal hochrechnen, auch Market Cap technisch. Ich weiß, alleine deswegen kann man das nicht bestimmen, aber nur so als Richtwert sage ich jetzt einfach mal. Und deswegen, ich sage es hier einfach nochmal, schaut euch das Projekt ganz genau an, meiner Meinung nach sehr, sehr spannend. Das ist einfach nochmal was anderes wie Ethereum. So, Ethereum nehme ich jetzt hier in ein Portfolio mit rein, weil das in meinen Augen für Kryptoverhältnisse eine relativ sichere Sache ist. Aber Travala ist noch relativ am Anfang, ist noch sehr niedrig und ich bin da echt gespannt, was in Zukunft passiert. Ich erhoffe mir da auf jeden Fall sehr, sehr viel. Ja, und das bestätigt mich da einfach nochmal, ne, dass das Projekt echt was ist, fundamental und was meiner Meinung nach wahrscheinlich in Zukunft auf jeden Fall Einklang finden wird. Für alle, die es jetzt noch nicht wussten, man kann über die Webseite, wir können ja mal kurz drauf, man kann hier über die Webseite eben ja, Flüge buchen, man kann Hotels buchen etc. Und das halt immer für einen sehr, sehr guten Preis. Wie gesagt, man muss aktuell noch einmal umsteigen. Das, denke ich, wird aber nicht in Dauer oder auf Dauer so sein. Und selbst wenn es so ist, wenn du halt einfach mal bei einem Flug irgendwie 200, 300 Euro sparst, so mein Gott, dann steigst du halt einmal um, hast ja eh Urlaub und denke ich, ist halb so wild, wenn du da noch mal viel sparen kannst. Ne? Also deswegen, meiner Meinung nach, sehr, sehr cool. Schaut euch die Seite auch mal an, hier travala.com. Ist auch keine Partnerschaft oder irgendwas. Ich feiere einfach das Projekt dahinter. Und da würde ich einfach die letzten 200 investieren. So kommen wir dann insgesamt auf 1000. Ja, das ist so das Uni-Portfolio, was ich euch einfach mal vorstellen wollte. Ihr wisst, hier gibt es nicht jede Woche 20 neue Coins, sondern ja, meistens dieselben, beziehungsweise ab und an dann einfach mal wieder neuen, wie jetzt zum Beispiel Matic, den wir aber auch einfach gründlich angeschaut haben, gründlich geprüft haben, ne? Weil manche dann sagen, ah, aber das sind ja fast immer dieselben Coins, macht euch da keinen Kopf, lieber wir machen es so, das ist auf jeden Fall sicherer, wie wenn jede Woche irgendein Coin plötzlich wieder explodieren soll, ne? Also darauf habe ich keinen Bock. Deswegen, wenn ihr zu Matic nochmal mehr wissen wollt, ich kann auch nochmal ein ausführliches Video machen zu Matic, schreibt es gerne in die Kommentare. Wie gesagt, schaut euch die Projekte an, ich weiß, viele sind jetzt vielleicht auch zum ersten Mal hier auf dem Kanal, deswegen, falls ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert gerne den Kanal, aktiviert auch die Glocke, ich habe gesehen, so 20-25% haben nur die Glocke an von den Abos, deswegen holt das nach, dann kriegt ihr immer die Info und ja, das soll es eigentlich auch schon gewesen sein. Ich würde sagen, ich bin raus. Nochmal Glückwunsch an die Gewinner von gestern vom Gewinnspiel, wo ich die Ripple verlost habe. Lasst gerne einen Daumen da so. Wir werden das auf jeden Fall wiederholen. Umso größer der Kanal wird, umso mehr haue ich da auch raus. So, ich denke, langsam wisst ihr, dass ich kein Geizhals bin oder dass ich nur das schnelle Geld rieche oder sonst irgendwas. Ich gebe einfach auch gern was zurück. Und ja, umso mehr auf dem Kanal natürlich geht, umso mehr Budget kann ich dann auch in die Hand nehmen. Ja, das soll es aber auch schon gewesen sein. In diesem Sinne, wir sehen oder hören uns morgen auf jeden Fall wieder, 11.30 Uhr. In diesem Sinne, haltet die Ohren steif, viel Spaß beim Investieren und bis morgen. Macht's gut. Ciao, ciao.